Hallo und herzlich willkommen zum traditionellen Dreier-Zoom-Talk am Freitag bei Aktienlust TV zusammen mit dem Jürgen und dem Mick. Ja, hallo ihr beiden. Wir wollen heute wie immer einen Blick auf die Märkte werfen, gehen auf diverse Einzelaktien und News ein und auch Unternehmenszahlen dieser Woche und beantworten im Anschluss ein paar Zuschauerfragen. Ja, blicken wir als erstes auf den DAX. Der startete richtig schwungvoll in diese verkürzte Handelswoche und markierte am Dienstag sogar ein neues Allzeithoch. Seither fehlt ihm aber so ein bisschen die Kraft. Mal sehen, was heute Nachmittag noch passiert, wenn die Amerikaner dann öffnen. Ja, wir warten quasi auf den nächsten Impuls. Welcher könnte dies sein und wo siehst du den DAX über die Sommermonate, Jürgen? Im aktuellen Bernecker-Video heißt es sogar, dass uns eine Sommerhorst vorausliegt. Was ist deine Meinung dazu? Also dazu muss ich sagen, ich mag ja den Hans Bernecker sehr. Ja. Er hat also wirklich ein fundiertes Wissen über sehr, sehr viel. Aber dieses Thema, ob jetzt wir eine Hoss oder eine Korrektur, das ist bei ihm so ein bisschen ein Wechselspiel. Ja. Wenn es jetzt in die andere Richtung geht, hat er gesagt, ja, ich habe Ihnen ja eine Liquiditätsquote empfohlen. Geht es da nach oben, sagt er, ich habe ja die Hoss propagiert. So kann man es natürlich auch machen. Grundsätzlich glaube ich, weiß das keiner. Ich meine, es gibt die Voraussetzung, dass beides passieren kann. Ich meine, wir sehen es ja die letzten Tage, in welch engen Bandbreiten sich das da alles abspielt. Also, sobald es mal irgendwie Richtung runter geht, dass der DAX sein Köpfchen neigt oder auch die Wall Street, dann kommen schon wieder die Käufe. Und geht es da nach oben, irgendwie ist auch irgendwie schnell wieder die Luft raus. Also, klar, wir warten auf Impulse. Und natürlich, die nächsten Wochen werden die Inflationsdaten nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Ja, wie entwickeln sich die Preise? Da schielt man natürlich schon drauf, weil da kommen ja dann die Befürchtungen, haben die Notenbanken Handlungszwang oder nicht? Auf der anderen Seite haben wir die Öffnungsfantasie, also die Inzidenzen, die fallen ja schneller als die Zustimmungswerte für die CDU. Ja, und von daher. Ja, da ist natürlich auch wieder viel Motivation, dass die Leute rausgehen, dass sie investieren, dass konsumiert wird und produziert wird. Also das ist ja natürlich schnell, kann es da auch wieder positive Impulse geben. Per se, denke ich, werden wir uns noch ein paar Wochen so ein bisschen seitwärts hinschleppen, bis es dann auch durchaus wieder nach oben geht. Ich glaube, die Tendenz, und ich glaube, da bin ich mir mit Mick auch einig, die zeigt weiter nach oben, weil es gibt dir nichts anderes zum Investieren. Ja, da muss man sich nichts vormachen. Geld wird gedruckt. Das Geld sucht irgendwie einen Hafen, eine Sicherheit. Und da bin ich halt bei Aktien, bei dem Thema Sachwert einfach am besten aufgehoben. Ja, also diese Woche eher etwas ruhiger und die Quartalsberichtssaison ist ja auch so gut wie zu Ende. Aber Mick, mit dir schauen wir wie immer noch auf die Konjunkturdaten von dieser Woche. Hier war wieder jede Menge los. Dienstag die Ifo-Geschäftsklimadaten, Donnerstag das GVK. Verbrauchervertrauen und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und heute noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Ja, was kannst du hierzu berichten und wie haben die Märkte darauf reagiert? Na gut, wir haben ja gute Zahlen gehabt. Der IFO und der GfK waren ja noch nicht schlecht. Gerade der IFO im Mai raufgelaufen, 99,2 Punkte. Im April waren es 96,6. Da sehen wir also auch einen leichten Anstieg. Dann wir sehen das, was Jürgen ja auch gesagt hat, dass die Wirtschaft langsam aber sicher wieder Fahrt aufnimmt und vor allen Dingen Aufholprozesse bei denen jetzt starten, die halt eben von Corona am meisten getroffen waren. Das ist ja der Einzelhandel, das ist sicherlich absolut die Gastronomie, das ist die Hotellerie, ja, und im Eventbereich. Entschuldigung, da müssen wir halt eben noch ein bisschen machen. Aber wir sehen, es geht langsam bergauf. Deswegen IFO und GfK letztlich sehr, sehr gut. Ja, in Amerika, muss man sagen, die Arbeitslosenzahlen hätten ein bisschen besser sein können. Aber das ist ja auch immer in den USA, sind die Nachrichten zu gut. Ja, heißt es also klar, der Arbeitsmarkt sieht super aus, Konjunktur und Wirtschaft, die brummen. Ja, da kriegen die Börsianer natürlich mal wieder ganz schnell Ängste und Befürchtungen, dass halt eben jetzt die Zinsen angehoben werden könnten, weil halt eben die Geldpolitik halt eben jetzt sagt, okay, die Daten passen, es ist super, wir fahren jetzt mal unsere Geldpolitik, sprich auch Anleiheankaufprogramme letztlich zurück. Also dementsprechend, wir schauen mal, was da heute noch kommt. Ja, bei den Einkommen sehen wir in den amerikanischen Staaten eher einen Rückgang, bei den Konsumausgaben auf jeden Fall einen Zuwachs. Und so gucken wir mal, Anstieg der Verbraucherpreise aktuell bei 4,2%. Aber
das bringt halt eben wieder die Zins- und Inflationsgespenster aus der Kiste raus. Und jetzt hat ja Joe Biden noch großzügig ein neues Programm entwickelt, und zwar einen Haushaltsplan, 6 Billionen US-Dollar pumpt er da rein bis 2022, bis 2031 insgesamt, sondern 8,2 Billionen Dollar. Und das ist das, was Jürgen sagt. Wir ersticken und ertrinken förmlich in Liquidität und in Geld. Ja, und das sucht sich seinen Weg zur Rendite. Und da führt der Weg an Aktien halt eben nicht vorbei. Blicken wir auf die News dieser Woche und starten gleich mit einem heißen Thema. Ja, die Wall Street Bets sind zurück. GameStop und AMC Entertainment gehen wieder to the moon. Und diesmal auch mit dabei ist der Fleischersatzhersteller Beyond Meat. Ja, was sagst du zu dem Hype auf Reddit, Jürgen? Ich habe ja kaum hatte ich in einem Video irgendwo erwähnt, ja, dass die Spekulanten ja ein bisschen ruhiger geworden sind, geht's wieder los. Ja, also, das habe ich nie gehört. Das sage ich dir. Also, da sind sie wieder los und to the moon. Und ja, sogar Jim Cramer, ja, von Mad Money, ja, er hat sich ja sogar bedankt bei den Wall Street Bets, ja, in Sachen Beyond Meat. Ja, hat gesagt, Leute, verbrennt euch nicht die Finger. Ja, also die Aktie geht weiter, da ist nur Luft da oben, ja. Und ja, also ich meine, man muss sich mal eine Sache anschauen. Es ist ja alles gut und schön. GameStop, ja, Börsenwert, ja, sie geht ja wieder hoch. Ja, 15 Milliarden Euro Stand heute, ja. Das Ding hat permanent hohe Verluste, negativer Cashflow, ja. Das ist nur Luft, nur Spekulation. Noch schlimmer, AMC Entertainment, ja, wird ja auch gerade nach oben geprügelt. 11,4 Milliarden Börsenwert. Höhere Schulden als Umsatz, ja, bei einem negativen Cashflow. Und wer bei uns im Webinar mit Jens Kastner zum Thema Bilanzanalyse war, der weiß, das geht nicht gut. Ja. Beyond Meat sehe ich da vielleicht noch ein bisschen anders, wobei auch hier muss man sagen, ich meine, das Geld aus dem Börsengang ist verbraten, investiert. Jetzt geht es dann auch irgendwie eher in den Verlust oder in den Schuldenbereich, und zudem eben produziert man nach wie vor Verluste. Aber wie gesagt, zumindest hat man da irgendwie Wachstum, beim Umsatz jedenfalls, und vielleicht eine Perspektive. Also vielleicht setzt sich ja am Ende des Tages doch der Veggie-Burger durch. Gut, Mick und ich werden da unsere Schwierigkeiten, glaube ich, mit haben. Aber keine Ahnung, es gibt ja genug, die da drauf stehen, und soll ja wirklich gut sein. Ich habe es selber noch nicht probiert, aber da lasse ich mir das doch gefallen. Aber prinzipiell ist das ja schon eher wieder alles so ein Alarmzeichen. Aber noch, wie gesagt, wenn ich jetzt die Woche an die Broker hier denke, Flatex, die wollen jetzt nicht 3 Millionen Konten, sondern 8 bis 26. Also die Leute stürmen die Konten. Ich habe jetzt sogar eine Kindergärtnerin mal am Telefon gehabt, die in Aktien investiert. Ja, ethisch, moralisch finde ich gut. Ja, es ist ihr Ding halt. Jeder sollte ja gemäß seinem Ding auch investieren. Aber man sieht, das Thema Aktienanlage ist in aller Munde, und das sorgt natürlich da auch immer noch für viel Schub in dieser Richtung. Und Social Media, wenn die sich da zu irgendwas verabreden, keine Ahnung, was da noch für Blüten da in den nächsten Wochen und Monaten sprießen. Ja, Thema Klimaschutz. Am Mittwoch kam die Meldung, dass der Öl- und Erdgaskonzern Shell den Klimaprozess verloren hat und seine CO2-Emissionen drastisch reduzieren muss. Ja, wie schätzt du das Ganze ein, Mick, und welche Auswirkungen könnte das auf den Aktienkurs haben? Oh, sagen wir mal so, nach der Nachricht, die Börsianer haben das relativ gelassen hingenommen, muss man sagen. Shell, britisch-niederländischer Konzern, und da ging es klar um das große Thema des Klimaprozesses, CO2-Ausstoß bis 2030 um -45% zu senken. Dazu soll jetzt Shell natürlich auch verpflichtet werden, und nicht nur Shell. Ja, da gehören ja alle dazu. Total hatten wir vorletzte Woche Nachrichten, die sind ja auch schon zum Teil Felder am Verkaufen nahe den Philippinen. Und ja, Shell hat es halt eben jetzt ordentlich abbekommen. Man hatte 17.000 Kläger, die da unterwegs waren, und jede Menge Umweltorganisationen. Aber man geht erstens jetzt davon aus, dass Shell in die Berufung reingeht. Also der Rechtsweg ist noch nicht
zu Ende. Und zum anderen, wenn wir mal hinschauen, wir haben momentan eine steigende Ölnachfrage. Klar, wenn Wirtschaft und Konjunktur wieder angekurbelt werden, dann braucht man de facto letztlich auch Öl. Und da kommt man halt eben an Shell auch nicht vorbei, vor allen Dingen, wenn wir eine anziehende Konjunktur haben. Also von daher, die Börsianer sind gelassen und die Analysten letztlich auch. JP Morgan ruft ein Kursziel aus von 23 Euro bei Shell, die Aktie aktuell bei 15,90 Euro. Also da wäre dementsprechend dann doch noch einiges an Luft drin. Von daher, mach mal langsam, mach mal gemächlich, mach mal ruhig. Solange die Berufung noch nicht durch ist und es noch kein endgültiges Urteil gibt, sind wir da mal entspannt. Ja, heute großer Börsengang in Hongkong gewesen. Die Liefersparte von JD.com, nämlich JD Logistics, bringt bis zu 3,2 Milliarden Dollar ein. An der Spitze standen die Papiere heute Morgen bis zu 18% im Plus. Hierzu habe ich auch eine Frage von dem Richard erhalten, und zwar, wie und wo kann ich die Aktie von JD Logistics jetzt kaufen und ist das überhaupt sinnvoll, in dem gerade schwachen chinesischen Markt zu kaufen? Also grundsätzlich ist die Aktie seit heute ja auch hierzulande gelistet, an den einschlägigen Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart etc. Also das ist also kein Problem. Natürlich kann ich wahrscheinlich dann auch über die Broker auch direkt in Hongkong, wenn ich da angeschlossen mit Auslandsbörsen natürlich handeln. Da ist natürlich größere Volumina unterwegs. Also wer da größer einsteigen will, der sollte ja immer an die Börsenplätze gehen, wo auch der größte Handel stattfindet. Aber hier kann man durchaus auch schon hierzulande an den Börsen einen Fuß in die Tür stellen. Ja, das Unternehmen ist richtig gut aufgestellt, muss man sagen, allein. Im letzten Geschäftsjahr 2020 ging der Umsatz da um 47% auf 11,4 Milliarden Dollar nach oben. JD Logistics unterhält selber 900 Lager, über die natürlich die Waren auch vertickert werden. Das ist schon eine tolle Geschäftssparte, ganz modern übrigens. Also wer Spaß hat, der kann mal gerne auch auf YouTube so nach JD Logistics oder JD Versand. Das ist Roboter-Computer gesteuert, wieder ausgeliefert, hochmodern. Also da würden sich manche deutsche Versandhändler da wirklich wundern, was da schon alles möglich ist. Also ich finde den Titel spannend, ob ich da jetzt sofort einsteigen muss oder mir einfach mal die nächsten Tage, Wochen abwarte, bis so eine Aktie irgendwie sich da eingependelt hat. Das ist Geschmackssache, aber per se glaube ich schon, dass das eine tolle Aktie ist mit langfristig super Perspektive, weil wie gesagt, in China der Markt, der wächst und gedeiht nach wie vor. Und da ist natürlich für die Platzhirsche, und dazu gehört JD Logistics, natürlich noch einiges zu verdienen. Am Montagabend kam die Meldung, dass wir eventuell eine Mega-Fusion am deutschen Immobilienmarkt sehen. Die Nummer 1 Vonovia will nämlich die Nummer 2 Deutsche Wohnen übernehmen. Daraufhin schoss die Deutsche Wohnen-Aktie zweistellig hoch, die Vonovia-Aktie verlor hingegen. Das ist jetzt schon der dritte Versuch. Was ist diesmal anders und welche Auswirkungen hat eine solche Übernahme für die jeweiligen Aktienkurse? Und der Antonio Clary über Instagram fragt nämlich, habe bei Vonovia nachgelegt. Eine gute Entscheidung, Mick? Also fangen wir hinten an. Ja, gute Entscheidung, Daumen hoch. Bleib da bloß bei, mein Freund. Zweite Geschichte ist, was ist diesmal anders? Ja, man hat gefragt. Das heißt, Vonovia hat sich mit Deutsche Wohnen zusammengesetzt. Das Management hat ja gesagt, so dass es nicht feindlich ist, sondern in Abstimmung ist. Ja, man hat das beides zusammengebracht und jetzt geht der ganze Plan auch durch, wenn denn da die Kartellbehörden ja zu sagen. Da muss noch ein Haken dran gesetzt werden. Ich meine, das ist natürlich ein geiler Deal letztlich. Mein Vonovia zahlt 18 Milliarden Euro, die Aktie 53,03 pro Aktie. Da ist natürlich auch ganz klar, die Deutsche Wohnen dann hingelaufen, ja, weil die Aktionäre die dann natürlich logischerweise darauf gepackt haben. Das ist eine Prämie, 18%, kann man eigentlich gar nichts zu sagen. Durchschnittskurs der letzten 3 Monate war es sogar 25%. Naja, und jetzt muss man sagen, wenn das Thema durchgeht, haben Deutsche Wohnen und Vonovia tatsächlich in der EU das größte Immobilienunternehmen mit 550.000 Wohnungen. Wert 80 Milliarden Euro, der Börsenwert von Vonovia dann bei 48 Milliarden. Ja, die Aktie von Vonovia hat leicht verloren, liegt aber jetzt auch schon wieder bei 51,50, lag im Hoch mal bei 62. Da hat eine schöne Dividende von 2,9%. Also wenn ich im Immobilienbund teilnehmen will, aber kein eigenes Haus bauen will, dann bin ich in so einer Aktie durchaus richtig.
Kommen wir noch zu ein paar Unternehmensergebnissen. Die Identitätsmanagement-Plattform Okta hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen vorgelegt und ebenfalls den überraschenden Abgang von CEO Mike Curry verkündet. Wie ist das zu werten und wie siehst du die weiteren Aussichten bei Okta? Ist ja auch eine Aktie, bei der du noch viel Potenzial siehst, Jürgen. Ja, teuer, aber gut. Und das gilt auch nach dem Abgang des CEOs, ja. Ich meine, man muss eins wissen, es ist ja einer der sensibelsten Bereiche überhaupt im Internet, ja, zu wissen, mit wem man es zu tun hat, ganz einfach formuliert. Und dafür steht Okta und man hat eigentlich alle wichtigen großen Unternehmen auf der Kundenliste und das Wachstum ist stark, jetzt auch wieder 37% hoch auf 251 Millionen Dollar. Ja, alle gehören dazu, also Unternehmen, aber auch Unis, Behörden, alles gehört dazu. Der Verlust kleiner als gedacht, also nur 10 Cent je Aktie. Da hat der Analysten mehr gerechnet. Fürs Gesamtjahr hat jetzt Okta die Prognose beim Umsatz 1,22 bis 1,23 Milliarden Dollar. Also das wurde nochmal um 10% eben angehoben. Beim Verlust hat man aber auch ein bisschen draufgesattelt. Also ein Unternehmen, und das ist ja immer, und das war ja zuletzt auch dieses große Problem bei den Wachstumsunternehmen, gerade die, die noch defizitär unterwegs sind, die wurden ordentlich ja zurückgeführt, auch Okta. Aber trotz allem wird Okta immer noch mit dem 30-fachen Umsatz bewertet. Ja, also das muss man schon sagen. Also das ist jetzt kein Schnäppchen, auch wenn sie korrigiert hat. Aber die Wachstumsperspektiven stimmen. Und in 2-3 Jahren, da sieht die Welt dann auch schon wieder ein bisschen anders aus. Und das ist halt eine Aktie, wie gesagt, da fängt man jetzt wieder an, sich so ein bisschen einzudecken, weil das Thema bleibt spannend, bleibt aussichtsreich. Vor allen Dingen muss man sich aber ein bisschen noch Pulver in der Hinterhand haben, wenn es da mal aus irgendeinem Grund knallt, dass ich da mal nochmal nachlege. Das ist da elementar wichtig. Ja, gestern dann noch nachbörslich Zahlen vom amerikanischen Softwarekonzern und SAP-Konkurrenten Salesforce. Das Unternehmen hatte das beste Quartal der Firmengeschichte. Wie sind die Ergebnisse genau ausgefallen und würdest du eher in SAP oder Salesforce investieren? Wo siehst du mehr Potenzial, Mick? Ja, das ist schwierig aktuell zu sagen. Meine Salesforce hat wirklich tolle Zahlen gehabt. Ist ja der Cloud-Gigant schlechthin und Salesforce hat natürlich auch das ganze Thema Corona-Pandemie und die Auswirkungen, das heißt das Arbeiten aus dem Homeoffice, massiv in die Karten reingespielt. Der Umsatz ist rauf auf 23%, ca. 6 Milliarden US-Dollar und vor allen Dingen die wichtige Plattform, Platform and Others, die ist um 28% nach oben gegangen auf 1,75 Milliarden US-Dollar. Aber Salesforce kaut ja noch wie so eine Kuh am Wiedercoin. Ja, die seinerzeitige Übernahme von Slack, die hat 28 Milliarden US-Dollar gekostet. Und da muss Salesforce jetzt erst einmal beweisen, dass sich diese Übernahme tatsächlich auch gelohnt hat. Ja, weil da muss man jetzt noch ein bisschen abwarten. Ja, wenn ich jetzt die Entscheidung habe zwischen Salesforce und SAP, die Salesforce liegt bei 194,38, ja, die SAP bei 114. Ich meine, ich bin ja deutscher Patriot und wie gesagt, SAP hat jetzt nicht diesen Klotz, dieses Slack am Bein, macht auch hervorragende Cloud-Geschäfte und vor allen Dingen auch im Bereich der Mietsoftware ist SAP mittlerweile sehr, sehr stark geworden, auch international. Und von daher, ich würde da eher auf eine SAP setzen. Kommen wir zum Schluss noch zu zwei Zuschauerfragen aus Instagram. Der Live of Dennis fragt eure aktuellen Top-Käufe. Also ich fange mal an. Ich habe vor circa einem Monat nochmal meine Goldminenaktien aufgestockt. Ich würde sagen, das war ein ganz gutes Timing, denn seither zieht der Goldpreis wieder an. Und vor 2 Wochen habe ich auch nochmal bei Wall Street Online nachgekauft. Mit der neuen Position bin ich auch schon circa 20% im Plus. Und die Aktie ist ja auch in meinem Zockerdepot. Von daher erstmal alles richtig gemacht. Und bei euch? Mick? Ja, ja, das, was ich seinerzeit im Zockerdepot hatte, das habe ich mir dann auch wirklich persönlich dann nochmal nachgelegt. Und das ist halt eben FedEx DEGIRO. Ja, weil zuerst hieß es, FedEx soll verkauft werden. Ja, dann sollten sie nicht verkauft werden. Dann haben sie gekauft, nämlich DEGIRO dazu. Dann haben wir den Hype letztes Jahr gehabt, durch halt eben die ganzen Online-Menschen, die doch Konten eröffnen. Der Jürgen hat es eingangs gesagt, die Wachstumspläne sind echt
exorbitant. Ja, und die Aktie liegt aktuell bei 110 Euro. Die hat also wirklich so einen Schaden. Ja, und ich denke, dass da auch noch einiges drin sein wird. Also ich kann jetzt, ich kann dir gar keine Antwort darauf jetzt geben. Also ich weiß nur eins, in den letzten, im letzten Monat waren viele meiner Aktien eher rückläufig. Ja, gerade in diesem Zockerbereich, in diesem zukunftsträchtigen Bereich, das ist mir aber auch relativ egal, weil das gehört einfach dazu, ja, und bei sowas gehört es einfach auf die richtige Mischung an, also die habe ich auch nicht so gigantisch groß gewichtet. Ich habe es ja dann auch viel mit Standardwerten und da muss ich auch sagen, da haben auch viele deutsche Aktien einiges gut gemacht, zuletzt wie eine Fresenius, die jetzt langsam anläuft, ja, eine BASF, die gut gekommen ist, eine Daimler, die mal irgendwie mal im Bereich 20 bis 30 Euro erstmals wieder angefasst hatte. Also die machen sich gut, geschweige denn von unseren Versicherern mit ihren Dividenden. Also da ist einiges dabei, eher im Standardwertebereich, aber ich setze natürlich schwer drauf, dass auch die großen IT-Favoriten, das sind meine größten Positionen nach wie vor, die machen momentan nicht viel. Ja. Wenn ich mir schaue, eine Apple, eine Amazon seit Jahresbeginn bis auf eine Alphabet, die hat einen ordentlichen Schub gemacht, Facebook auch ganz gut, aber der Rest, die liegen so ein bisschen rum, die Chinesen sogar zurück, aber das ist immer nur eine Frage der Zeit, bis da wieder die Fahrt losgeht. Da bin ich also extremst tiefenentspannt, wobei ich natürlich sagen muss, in Sachen Zockerdepot, da hinke ich, glaube ich, mittlerweile ordentlich hinterher. Da hat die unsere Zockerqueen, ja, da aus Frankfurt, ja, unsere abenteuerlustige Nicole, die hat da momentan, glaube ich, das bessere Spülnäschen. Aber das werden wir ja dann auch mal thematisieren mit deinem neuen Kanal, der ja im Juni irgendwie, mittlerweile läuft es wahrscheinlich, die Vorbereitung sind wir dran, Richtung Ende Juni raus. Aber das wird wirklich spannend zu sehen sein, was wir da unseren Zuschauern bieten können. Auf jeden Fall. Kommen wir zur letzten Frage von dem Xari84. Wie viele unterschiedliche Aktien bzw. Positionen habt ihr denn im Depot? Und wie viele Positionen sollte man mindestens und maximal haben? Also ich habe mal bei mir nachgeschaut. Also ich habe wirklich 85 Positionen im Depot. Davon habe ich 5 ETFs, 8 Derivate und der Rest sind dann Aktien. Was sagst du dazu? Bei wie vielen Online-Händlern? Bei wie vielen Konten verstreut? 1, 2, 3, 4 bis 5. Natürlich schon viel, ne? Aber okay, dann hättest du ja pro Konto in etwa 10, 15 Stück liegen. Ja, ich habe so ein bisschen aufgeteilt in eher langfristige Werte, dann die ETFs und dann die Derivate und noch. Das ist ja das, was Jürgen noch und ich immer sage, du musst ja nicht alles auf einem Ding liegen haben. Du kannst ja 2, 3 Banken haben. Da, wie du sagst, machst du deine ETFs, deine Sparpläne. Da packst du deine Dividenden hin und da machst du ein bisschen zockerlastiger. Also von daher, die Konten kosten heutzutage nichts mehr. Und von daher, meine, also 85 Positionen in einem Konto zu haben, ja, fände ich das schon wieder schwierig. Ja, also man muss auch so ein bisschen selektieren, ob ich das nun nach Dividendentiteln tue oder nach einzelnen Ländern. Ich sage, da habe ich Asien, da habe ich USA, da habe ich Deutschland oder da habe ich meine Sparpläne und da habe ich meine Zockerscheinchen. Aber so, dass ich nicht das Gesamtbild letztlich dann irgendwo verliere. Das ist wichtig. Ja. Also ich habe es ausschließlich eigentlich mit Aktien, also ETFs habe ich gar nicht. Und wie gesagt, ich halte es dann auch eher mit Gewichtungen, ja. Ich habe viele, viele kleine, also ich weiß gar nicht, wie viele, aber die machen halt insgesamt nur 10% aus, ja, im Gesamtportfolio. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, wie die sich da entwickeln. Und habe dann halt viele, viele IT-Unternehmen drin, natürlich auch Dividenden, aber das auch wieder diese Depots unterschiedlich, auch bei unterschiedlichen Brokern. Das Einzige, was ich jetzt mal gemacht habe, jetzt nicht direkt in Aktien, war auf eToro so PIs kopieren, ja. Ein mit Währungen, so ein Franzose, der da das seit Jahren gut macht, weil Währungen habe ich überhaupt gar nicht und kenne ich mich auch nicht mal mit aus. Aber das sieht man auch, der hat richtig eine gute Performance in den letzten Jahren gemacht. Auch das ist aktuell nicht so ganz einfach. Da tut sie unter dem Strich nicht viel. Also es gibt zwar keine Verluste, aber auch keine Gewinne. Also auch die Währungstrader haben es, glaube ich, aktuell nicht so ganz so leicht. Ja, dann vielen Dank für den kleinen persönlichen Einblick in euer Depot und auch danke für die Einschätzung und Beantwortung der vielen Fragen.
Ja, liebe Zuschauer, wenn euch unser Dreier-Zoom-Talk gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und wer uns noch nicht abonniert hat, gerne auch ein Abo dalassen. Bei uns gibt es nämlich täglich ein spannendes Video-Update zum aktuellen Börsengeschehen. Und liebe Nicole, bei uns gibt es natürlich auch ab und an was zu gewinnen. Ja, und ich glaube, heute haben wir ja wieder 3 Preise zu vergeben. Genau, so ist es. Zum Schluss kommen wir jetzt noch zur Buchverlosung unserer letzten Börsenshow, bei der ja neben Christian Lindner auch die Carola Ferstl zu Gast war. Und ihr konntet 3-mal ihr neues Buch »Keine Angst vor Mäusen« gewinnen. Wir haben wie immer nach dem Zufallsprinzip ausgelost und freuen dürfen sich über das Buch einmal der Martin Borny, wir blenden die Namen hier auch nochmal ein, »Scheibe von der Wurst« und die Beate Hickel. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Lesen. Meldet euch einfach bei mir mit eurer Adresse unter meiner E-Mail. Und zwar, das ist die nicole.straub@aktienlust.tv, wenn wir ebenfalls hier nochmal einblenden. Ja, da sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ja, schöne halbe knackige Stunde, wie immer am Freitag. Deine Pflanzen sehen gut aus, genau wie du. Der Mick sieht gut gelaunt aus, hat sogar sein Jackett heute ausgelassen. Wahrscheinlich Frankfurt heute 30 Grad aufwärts wieder. Ja. Sonne scheint. Ja, das ist also, es geht aufwärts, ja, Mick. Da lacht er nur. Ja, und, aber, das, die, aber die Bandbreite wird nicht besser. Deshalb eingefroren. Von daher. Es ist zu kalt, da muss man wieder auftauchen. Es ist noch zu kalt. Ja, von daher sagen wir natürlich erstmal vielen Dank auch an alle Zuschauer, die uns ja immer treu sind. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Die Aktienlust, die muss noch weiter transportiert werden in die Welt. Erstmal in Deutschland und Österreich, Schweiz natürlich. Haben wir viele, viele Zuschauer, freuen wir uns natürlich drüber. Und die neuen Formate, da freue ich mich auch drauf, die jetzt bald kommen. In diesem Sinne allen ein schönes Wochenende. Jetzt kommt der Sommer, die Sonne. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder.